Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 1. Ich habe nachgedacht, was wir jetzt noch tun können und wir werden uns jetzt einfach auf den Weg machen. Nochmal versuchen, Maschinendramon zu besiegen. Oh, wir müssen kacken. Trifft sich gut, dass wir hier gerade langlaufen. Wie kommt man in den tiefen Dimensionen? Man muss einfach bestimmte Orte wieder besuchen. Zum Beispiel, das Schloss von Dings hier, wie heißt, Myotismon oder die Ogremon-Festung oder den Kristallpalast, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Nee, wie heißt das Ding denn noch? Das Eisrefugium, und in einem davon ist dann das Dingsbumsens. Jo, ist gut. Ist dann die Tiefendimension, in der wir Maschinendramon nochmal begegnen. Und das macht man, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Ja. Ich hoffe nicht, dass das im Eisrefugium ist. Da wir sonst mit unserem Ultra-Level-Serum-Digimon da nichts anrichten können. Nee, Schattenvilla, okay, hier ist nix. Dann können wir direkt wieder raus. Weiter geht's. Auf zur... Oh. Auf einmal sind hier Geister-Digimon. Wir düsen jetzt mal ab zum Dingsbums. Wie heißt die jetzt? Ah, zur Ogremon-Festung. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Ja, beim letzten Mal haben wir Piximon bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ohne Scheiß, ich habe mich da echt tierisch drüber gefreut. Auch wenn es nicht so rüberkam. Aber das ist schon sowas Besonderes. Vor allem können wir jetzt von Piximon für 50.000 Bit den Trainingsplan holen. Damit können wir noch besser trainieren. Und unser nächstes Digimon werden wir auch ein bisschen mehr trainieren müssen. Da wir nicht so viele Chips übrig haben. Wie können wir noch an Chips kommen, ist die Frage. Wir könnten... Oh, Digipilze überall. Alter Schwede. So, du haust mal schnell ab. Danke. Nein, geh weg. Behindertes Vieh, die haben sowieso keine Chance gegen mein ultimatives Digimon. Digimon. Und hier sind immer noch keine Goburimon, was mich sehr wundert. Den, wie viel haben wir den 20. Tag? 20 Tage lebt mein Digimon jetzt schon. Krass. Naja, wenn man es mit den ganzen Chips vollpumpt, ist kein Wunder. So, hier wollen wir runter. Aufzug. Abwärts. Danke. Mein Hals kratzt. Oh yeah. Ich habe nichts zu trinken hier. Verdammt. Egal. Vergessen wir das. Und weg. So, und danach gucken wir uns mal das Eisrefugium an. Weil in die tiefen Dimensionen ist es egal, was für ein Ultra-Level-Digimon wir haben. Egal ob Serum, Datei oder Virus. Mit jedem kommen wir in die tiefen Dimensionen. Ogremons Festung, okay. Hier ist es nicht. Das heißt, es bleibt nur noch das Eisrefugium. Let's do this. Ich habe keine Angst davor. Und noch ein Digipilz. Mein Gott, Digipilze überall. Ich habe ein wenig Angst, gegen das neue Maschinendramon anzutreten, muss ich sagen. Denn das ist nochmal ein Ticken stärker als das, was wir beim letzten Mal besiegt hatten. Ich meine, den Kampf beim letzten Mal haben wir locker gewonnen, so, ne? Wir konnten es ja schön boosten, aber ich habe keine Boost-Sachen dabei, fällt mir gerade ein. Und das hier boostet sich nämlich dieses Mal auch noch. Entweder wir machen guten Schaden oder wir machen schlechten Schaden. Werden wir sehen. Egal. Hauen wir rein. So, hier können wir auch noch einen Digimon holen, wenn wir einen Baby-Digimon haben. Werden wir dann natürlich auch noch machen. Nee, da müssen wir da ja erstmal ein Ultra-Digimon kriegen. Aber das geht ja ganz fix dann eigentlich, weil ich werde mein Digimon dann nicht trainieren, sobald wir es haben. Es wird dann ewig schwach bleiben. Denn um ein Numemon zu bekommen, dürfen die Werte unseres Digimons keinem Wert von dem entsprechen, also von den Digimon entsprechen, die wir eigentlich bekommen können. Also es darf kein Digimon daraus aus den Werten entstehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist schwierig zu erklären. Oder ich stelle mich gerade einfach zu blöd an. Kann auch sein. Egal. Auf jeden Fall dürfen die Werte einfach zu keinem anderen Digimon passen. So, das ist die perfekte Erklärung dafür. Ah! Hier sind wir weg da. Danke. Vor allem kriegen wir in der tiefen Dimension noch ein Item, womit wir noch einen Ultra-Digimon kriegen können. Und zwar Vademon. Vademon! Laserpistole oder sowas heißt das Item. So, jetzt müsste er gleich, müssen wir so reinkommen. Eigentlich. Jawohl, da haben wir es. Auf in die tiefen Dimensionen.
Wo sind wir hier? Ich verstehe. Am hinteren Ende. Ja, jetzt müssen wir alles rückwärts ablaufen. Oh, geh weg. So, da haben wir sie. Das Strahlengewehr. Damit können wir unser Digimon in einen Vademon entwickeln. Digitieren lassen. Jetzt müssen wir hier den richtigen Weg finden. Und anstatt die grünen Teleporter nehmen wir jetzt die roten. Fick dich. Das ist natürlich super jetzt. King Devimon. Eis-Devimon oder ist das normales Devimon? Keine Ahnung. Es will auf jeden Fall auf die Fresse. Krass. Auf die Omme immer... Oh Gott, das zieht ja... Wir ziehen viel zu viel ab. Unser Metall-Greymon ist viel zu stark. Too strong. Bam. Nein. Autsch. So. Haus ist endlich kaputt. Metall-Greymon. Komm schon. Au. Alter. Ah, das war jetzt ja bitter nötig. Oh man, das geht mir hier gerade auf den Schnürsenkel. So unnötig. Vor allem so schwach. Und gibt nur 700 Bits. Also ich bitte euch. Für so ein Digimon mache ich aber hier keinen Slow-Part. Wenn es ein starkes wäre, ja. Aber nicht bei so einem schwachen Vieh. Ah, verdammt. Eismeramon. Das ist natürlich geil, weil das Vieh beherrscht nämlich Strahlendingsbumsens. Wisst ihr was auch das... Bam. Nein, nicht weglaufen. Oh. Oh, ich bin so blöd. Ernsthaft. Ja, genau. Wieder ganz am Anfang. Du hast Hunger, kriegst einen Digibarsch von mir. Wenn du noch lebst, dann lebst du jetzt ewig. Nom, 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 nom. So, du haust ab. Du gehst weg. Oh, so blöd. Da flüchtet man ein einziges Mal und sofort kommt man wieder zum Start zurück. Nein, oh, es hat mich trotzdem erwischt. Ich fasse das nicht. So, jetzt hau ich dich aber ganz schnell weg. Wir haben diesen Part noch viel vor, mein Freund, und du bist mir im Weg. Bam, 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 weg. Seht ihr, das ist un... Also, wäre nicht nötig gewesen, dass ich das jetzt langsam zeige, weil das Vieh scheiße schwach. Giromon. Wir umkreisen dich mal eben. Danke. Abwehrchip, yay. Geh weg. Du stehst im Weg. Fühl da ran. Ach ja, genau. Aha! Das will gar nicht kämpfen, wie cool. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Mal zurück. Ich will doch an die Kästen. Die ganzen Chips und sowas kann ich echt gut gebrauchen. Gut, den mal auch mal schnell down, kennen wir ja schon. Das Vieh. Bam, 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 bam. Ich wollte gerade sagen. Super Abwehr erhalten, cool. Das können wir bestimmt gut gegen Maschinendramon gebrauchen. Ein MP-Chip, cool. Kann ich jetzt mehr tragen. Joa. Doppeldisk, die kann ich mir dem mal eben geben. Bitteschön. Nom, 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 nom. Kannst du das mal wieder einsammeln? Danke. Super Abwehr, die nehme ich auf jeden Fall mit. Dim, dim, dim. Denn das Maschinendramon wird kein einfacher Gegner sein, ey. Ich sag's euch, Leute. Geh weg. Geh weg. Ich kann kein Item mehr tragen. Oh mein Gott. Was können wir wegschmeißen? Ja, hier, weg damit. Weg. Yo. Hau raus. Ah. So, danke. Ein Kraftschiff für mich. Nett, nett, nett. Ja. Diese Tankmon, dem werden wir noch begegnen. Nachher in der Spielzeugstadt ohne Ende. Das ist noch ein Item. Ja, ich muss gegen dich kämpfen. Tut mir leid. Ich vernichte das Vieh mal eben schnell. Ja, ihr seht, das hat keinen Sinn, euch das jetzt langsam zu zeigen, weil das echt immer nur dasselbe ist und unnötig. Großer Heildisk. Cool. Danke. Nein, du haust ab. Sag mal.
Da reden wir das LE-Chip. Kann nichts mehr tragen, oh mein Gott. Hier wird man nochmal richtig schön zugeknallt jetzt wieder mit Chips. Superabwehr will ich behalten. Schmeißen wir die weg. Die werden wir nicht mehr brauchen. So, danke. Aber die Chips werden wir definitiv für unser nächstes Ding immer noch gebrauchen können. Yay! Oh, wir haben das Ziel erreicht. Ihr seht ihn da schon. Fuck. Es geht direkt los. Analogmann. Er redet nicht. Ist das dein Ernst? Es ist weg. War das ein Trick? Rare. Jetzt geht's rund. Mal wieder. King Machine Dramon. Yay. Ganz toll. So, boosten wir uns erstmal schön. Das hier boostet sich nämlich auch. Und das ist bitterböse. So, wir können zwar eben währenddessen noch eine große Heldis genehmigen. Yay, Boost Battle. Und jetzt seht ihr, wie viel Damage wir nur machen. Gar keinen, weil er abgewehrt hat. Oh, wir machen doch guten Schaden. Hätte ich nicht mit gerechnet. Fuck. Und er boostet sich nochmal. Das ist natürlich jetzt schlecht. Jawohl. Hammer. Jetzt haben wir Zeit, die Technik zu benutzen, weil damit machen wir mehr Schaden auf jeden Fall. Mal nochmal. Los. Nein. Oh Gott, es trifft. Und wir haben abgewehrt. Fuck. Jo, das macht massig Schaden. Heftiger Modus. Wir haben den Vieh irgendwie noch so gut wie nichts abgezogen, irgendwie. So. Gigastoß. Bam, 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 bam. Krass. Schaden des Grauens. Ich treffe dich trotzdem nicht. Okay. Jetzt kannst du mal aufhören abzuwehren, du Arschkrampe? Jawohl, geht doch. Okay. Beide bombardieren sich hier gegenseitig mit ihren besten Attacken. Ich will das Vieh mal eben versuchen, irgendwie... Ah! Irgendwie kriegt die ganze auf die Fresse. Und so werden wir es auch nicht klein kriegen. Attacke! Aber wir können es stoppen, wenn es seine Technik macht mit der Attacke. Wenn wir den mal angreifen. Ja, toll. Und schon wieder. Dein Ernst? Jo, mach ruhig. Pfäh. Hast wohl nicht voll gekriegt, wa? Hahaha, Loser. Friss meine Eisenkralle. In dein Gesicht. Drecksvieh. Nein. So, und jetzt kommt mein hier. Super, Ultra-Angriff. Nein, du scheiß Drecksvieh, ey. Gut überlegt. Metall Greymon. Attacke, los. Tja. Was für ein Battle. Na, wirklich anspruchsvoll ist das ja jetzt gerade nicht, ne? Also, das kann man echt nicht sagen. Guck ja an, das ist einfach nur so ein stumpfes Draufklatschen von Angriffen. Und ich schmeiße die ganze Zeit Discs rein, um zu überleben. Bam. Nein, das ist Verschwendung gewesen. Boom. In dein Gesicht. Und tschüss. Down. Bata bata bau. Yassa. Yay. Du bist down. Verpiss dich. Ich hab's geschafft. Hm. Was ist das? Ist nur Agumon. Ich bin ohnmächtig geworden und... Oh, das tut mir leid. Warum verwandelt sich ein Snow Agumon bitte in ein... Machine Dramon? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wie? Was war das? Analogmanns Fluch?
Wir sollten Nichimon fragen. Was es damit auf sich hat. Aber erstmal können wir aufs Klo gehen. Nach dem harten Battle hat sich unser Ding mal auch verdient, mal richtig schön aufs Scheißhaus zu gehen. Yay! So, sehr schön. Und du hast Hunger? Ja komm, gebe ich dir noch einen Digibarsch hier, wenn wir schon haben. Ne? Also, wir haben ja, ne, dass wir haben halt und so. Und haben. Haben, 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 haben. So, erstmal unsere ganzen Chips wieder ablegen. Kraftchip haben wir jetzt 4 Stück. Das sind 200 Angriffspunkte, die wir dazu kriegen. LE. MP und das Strahlengewehr kann weg und Abwehrchip kann weg. Haben wir auch 4 Stück von Niku. Haben wir nur 3. Ah, bitter. Wir wollen mehr. Viel, viel mehr. Okay. Wir besuchen mal Gigimon. Der hat nämlich was Wichtiges zu sagen. So, hallo. Ich hab gehört, du hast Maschinenraummon besiegt. Schon, aber ich versteh's nicht. Es war wie Analogmanns Fluch. Sein Groll saß so tief, ob es jetzt friedlich wird? Falls Maschinenraummon zurückkehrt, schlagen wir es wieder. Du bist vertrauenswürdig. Nimm das als Dank. Es stammt von unserer Fleischfarm. Toll, eine Kettenmelone. Oh, danke, das ist nett. Jo, die Kettenmelone hat viele Effekte. Nahrung vieles Gute, für vieles gut. Was genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das verlängert auch das Leben oder so. Und es gibt einen Cheat, damit man die unendlichfach vervielfältigen kann und dann Digimon super stark werden zu lassen oder sowas. Ja. Ich habe das noch nie... Nein, das war falsch. Nein, das wollte ich nicht. Ah, bitte einmal ordnen. Ordnen nach Kampf. So. Siehst du, haben wir das auch wieder geschafft? Mensch. Damit beenden wir wieder mal den Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder an, wenn es heißt Let's Play Digimon World 1. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.